Wie ist eigentlich der Ablauf von einer Baufinanzierung? Vom Kreditantrag bis zur Auszahlung, das erkläre ich euch in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finanzen leicht gemacht. Mein Name ist Ralf, ich bin Versicherungs- und Finanzmakler. Viele Kunden interessieren sich natürlich, wenn sie einen Kreditantrag unterschrieben haben, wie funktioniert das eigentlich, wann bekomme ich mein Geld, wie ist der Ablauf? Das versuche ich jetzt in diesem Video möglichst kurz und knapp zu erklären. Bevor ihr überhaupt einen Kreditantrag stellt, solltet ihr euch natürlich mit dem Verkäufer des Grundstücks darüber einig sein, wie hoch soll der Kaufpreis sein und wann möchte der Verkäufer das Geld haben, also den Kaufpreis überwiesen haben. Des Weiteren, wenn ihr einen Neubau errichten wollt auf dem Grundstück, solltet ihr natürlich eine Kostenaufstellung haben. Und wenn ihr modernisieren wollt, weil ihr eine Bestandsimmobilie kauft, dann solltet ihr auch darüber eine Kostenaufstellung haben. Und in beiden Fällen solltet ihr ausreichend Puffer lassen für Preissteigerungen, denn es ist nicht schlimmer als eine Nachfinanzierung. Wie läuft es dann weiter? Dann könnt ihr einen Kreditantrag bei eurem Finanzierungspartner stellen. Wenn ihr keinen habt, könnt ihr gerne auf uns zurückgreifen. Wir haben ein großes Portfolio an Banken, Versicherungen, Bausparkassen und können euch ein super Angebot für euch oder können euch ein super Angebot machen. Wenn also dann der Kreditantrag gestellt ist, der Kredit geprüft ist und ihr eine Zusage von eurem Finanzierungspartner habt, erst dann solltet ihr einen Termin mit dem Notar machen. Der Notar erstellt dann einen Vertragsentwurf. Den lässt er sowohl euch als auch dem Verkäufer zukommen und dann können noch Änderungen vorgenommen werden. Die Änderungen können aber auch im eigentlichen Beurkundungstermin noch gemacht werden. Was solltet ihr noch als Tipp von mir bis zum Beurkundungstermin erledigen? Nun, ihr solltet euren Finanzierungspartner darauf hinweisen, vielleicht den Grundbestellungsurkundenvordruck schon mal zum Beurkundungstermin oder vor dem Beurkundungstermin zum Notar hinzuschicken, denn der Notar erstellt ja noch eine Grundschuldurkunde, weil ja die Bank von euch eine Sicherheit haben möchte. Und wenn die bereits vorliegt, wenn ihr sowieso den Kaufvertrag beim Notar verhandelt, dann ist das ein Abwasch, dann müsst ihr nicht zwei Termine machen. Der Notar freut sich auch, wenn er das in einem Termin machen kann. Dann unterschreibt ihr erst den Kaufvertrag und anschließend die Grundbestellungsurkunde. Wie geht es dann weiter? Dann macht der Notar seine Hausaufgaben. Zunächst einmal schreibt er die Kommune an oder die Stadt an, ob sie ihr Vorkaufsrecht ausüben wollen. Jede Kommune oder Stadt hat Vorkaufsrecht an einem Grundstück. Dann schaut er nach, ob im Grundbuch noch irgendwelche Belastungen sind, zum Beispiel Grundschulden, und schreibt die Bank an oder die Versicherung der Bausparkasse, die dort eine Schuld hat, ob noch Schulden valutieren, also ein Kredit aktuell besteht. Dann schreibt er selbstverständlich auch das Finanzamt an und schickt den Vertrag dorthin. Und er schickt den Vertrag natürlich auch zum Amtsgericht, denn das Amtsgericht macht dann die sogenannte Auflassungsvormerkung und letztendlich müsst ihr auch irgendwann mal Eigentümer werden, deswegen braucht das Amtsgericht ja auch den Vertrag. So, falls noch irgendwelche Rechte in dem Grundbuch stehen, zum Beispiel Nießbrauch oder Wohnrecht, prüft der Notar das auch. Der muss nämlich alles tun, damit letztendlich der Kaufvertrag reibungslos funktioniert und dass ihr später Eigentümer werdet. Wenn der Notar seine Hausaufgaben gemacht hat, dann schickt er die sogenannte Fälligkeitsmitteilung an euch raus. Und dann dürft ihr sozusagen überweisen, das heißt, ihr schickt die weiter an eure Bank mit dem Auszahlungsauftrag und dann wird der Kaufpreis überwiesen. Was ist, wenn bis zu diesem Zeitpunkt die Grundschuld noch nicht im Grundbuch steht? Dann kann der Notar eine sogenannte Notarbestätigung für euch erstellen, das heißt, er bescheinigt der Bank, dass er dafür sorgt, dass die Grundschuld eingetragen wird. Es gibt aber auch von mir an dieser Stelle noch einen Tipp, einige Banken, denen reicht es, wenn die Schuldbestellungsurkunde vorliegt vom Notar, dann vertrauen die darauf, dass das auch so eingetragen wird. Welche Kosten habt ihr bis zu diesem Zeitpunkt gehabt? Nun, einmal die Grunderwerbsteuer. Die kommt meistens schon relativ zeitig, nachdem der Notar den Kaufvertrag zum Finanzamt geschickt hat. Dann natürlich die Kosten des Notars. Einmal für den Kaufvertrag selber, einmal für die Bestellung der Grundschuld. Ja, und dann natürlich die Kosten vom Amtsgericht. Das ist dann letztendlich einmal die Auflassungsvormerkung, dann die Eintragung der Grundschuld und letztendlich die Kosten für die Eintragung des Eigentums. Wenn jetzt also der Kaufpreis ausbezahlt ist für Grundstück und ihr möchtet noch einen Neubau draufsetzen, interessiert euch natürlich, wie kriege ich denn jetzt das Geld für meine Baukosten oder wenn ich eine Bestandsimmobilie gekauft habe, wie bekomme ich jetzt das Geld für meine Renovierung und Modernisierung? Ja, ganz einfach, wenn ihr Rechnungen habt, leitet ihr diese an die Bank weiter. Und die kann dann anhand der Rechnung auszahlen. Manchmal möchten die auch noch beim Bauträger zum Beispiel einen sogenannten Baustandsbericht haben, wenn ihr mit Bauträger baut oder mit Unternehmer baut. Und so funktioniert das quasi bei der Auszahlung. Was ist, wenn Geld überbleibt? Nun, das zahlt die Bank am Schluss aus. Es gibt aber auch Banken, wenn ab einer bestimmten Größenordnung Geld übrig geblieben ist, könnt ihr das zurückzahlen in den Darlehen und habt automatisch eine niedrige Kreditsumme.
Ich muss aber dazu sagen, das geht nur bei einigen Banken und ich habe sowas in den letzten 20 Jahren noch nie erlebt, dass bei mir beim Neubau oder bei einer Renovierung irgendwo so viel Geld übergeblieben ist, dass der Kunde das Geld quasi zurückgezahlt hat, sofort in den Vertrag. Also ja, aber theoretisch ist sowas dann auch bei einigen Banken möglich. Was ist mit Kleinbetragsrechnungen? Nun, es gibt natürlich, gerade wenn man baut und modernisiert, teilweise auch sehr viel Kleinbetragsrechnungen und da haben manche Banken dann, ja, besondere Regelungen, dass sie sagen, okay, wir wollen jetzt nicht jede Rechnung sehen. Das müsst ihr mit der Bank im Vorfeld abklären. Das macht jede Bank ein bisschen anders. Ja, damit ist dann hoffentlich für das ganze Geld ausgezahlt. Ihr wisst jetzt, wie die Baufinanzierung abläuft. Falls ihr dort Fragen habt, könnt ihr die gerne in die Kommentare stellen. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat, dass ihr den Kanal abonniert, dass ihr den Kanal teilt. Und ja, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Ciao.